Herzlich willkommen zurück zu Jurassic Park The Game. Jesse wollte eine rauchen, was ja gar nicht geht. Papa hat's herausgefunden und jetzt müssen wir eine Antwort geben. Und ich bin für Mom raucht, weil sie damit schön von sich selber ablenkt. Hey, Mom raucht. Und du hast auch geraucht, als ich klein war. Darum geht's doch gar nicht. Du rauchst ja nicht nur, sondern klaust und hörst nicht zu. Weißt du nicht mehr, warum du auf dieser Insel bist? Weil deine Mutter denkt, es würde dich irgendwie zur Vernunft bringen. Richtig. Nicht, weil du mich gerne sehen wolltest oder so. Du musst dir echt keine Sorgen um mich machen, Dad. Ich bin fast 15. Ich komme allein klar. Ich brauche weder dich, noch Mom, noch sonst wen. Ach, Schatz, ich weiß doch, wie das endlich weiß man Alter mal, ist, wie alt sie ist. Du bist längst nicht erwachsen. Du bist, körperlich vielleicht eine junge Frau, aber emotionale Reife braucht viel Lass Zeit. Lass es einfach, okay? Tut mir leid, Dad, aber wie oft warst du verheiratet? Und deine Kinder? Hast du in diesem Jahr überhaupt schon mal mit Sarah gesprochen? Willst du mir wirklich was von emotionaler Reife erzählen? Verdammt, das Kraftwerk explodiert. Wir haben keine Zeit für diesen Erziehungsscheiß. Der anscheinend sehr wichtig ist, aber leider sind wir halt tatsächlich hier gerade in einer anderen brenzligen Situation. Führt vielleicht auf die andere Seite der Tür. Nichts für ungut, Doc, aber keiner von uns passt da durch. Vielleicht? Vielleicht nicht wir, aber vielleicht jemand anderes. Sie ist wirklich verschlossen. Habe ich doch gesagt. Okay. Gut, dann irgendwelche Vorschläge. Gut, dass ich keine Kinder habe. Kriegen Sie sie auf, Oscar? Also, welche Möglichkeiten haben wir? Ohne Waffen und Sprengsätze kriegen wir sie niemals auf. Zu sicher. Sagen Sie es mir. Wen haben wir noch? Die beiden, die Streithähne. Was verheimlichst du mir sonst noch? Können die mal aufhören jetzt? Rauchen. Hat Mom dir etwa nicht erzählt, dass ich strippe? Das reicht, Jerry, Jess. Bitte. Aber nur auf solange, bis die Death-Metal-Band von meinem Freund durchstartet, dann heiraten wir. Jerry, mich. Bitte. Hat die ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Nicht lustig. Jemand, der wie eine Erwachsene... Okay, das reicht. Tut mir leid. Jess, wir reden später. Wie kann ich helfen? Na endlich. Wir haben ein Problem. Wir kommen nur durch den Lüftungsschacht an der Tür zum Kraftwerk vorbei. Und da passt wahrscheinlich nur Jess durch. Auf keinen Fall. Meine Tochter hat bewiesen, dass sie nicht mal auf sich selbst aufpassen kann. Ich lasse sie nicht mehr aus den Augen. Wir müssen einen anderen Weg. Und schwupps Jess? Ist sie im Lüftungsschacht. Jesse! Schon okay. Die Saurier haben den Lüftungsschacht bestimmt nicht benutzt. Welcher Lüftungsschacht? Was für Dinosaurier? Mein Gott. Jess! Tada! Was? Gut gemacht, Jess. Danke. Okay, alle mal zuhören. Wir müssen Dampfdruck ablassen. Der Druck darf sich nicht anstauen. Wonach suchen wir? Eine Stromkonsole. Und vermutlich ein Hauptablassventil. Tut mir wirklich leid, Dad. Ich wollte nur... Du wolltest nur alles ignorieren, was ich gesagt habe. Jetzt bleib gefälligst da, wo ich dich sehen kann. Okay. Okay, ganz bestimmt. Ehrlich. Tut mir leid. Was haben wir denn da so Schönes? Sehen Sie das große Rad da oben? Das müsste das Druckventil sein, das wir suchen. Ich mach das schon. Lassen Sie den Druck erst ab, wenn ich den Strom abschalte. Sonst wird das System nicht richtig zurückgesetzt. Okay. Okay. Lassen Sie den Druck noch nicht ab. Warten Sie, bis ich den Strom abschalte. Verstanden. Oh, und nochmal. Gut, dann gehen wir mal zu ihr und machen den Strom. Kann ich das denn mal machen? So viele Transformatoren. Das Kraftwerk produziert genug Strom, um eine Kleinstadt zu versorgen. Soll sie da oben jetzt auch hin? Das da oben, an der Leiter. Sieht wie die Stromkonsole aus. Also geht sie da jetzt hin, ja? Würde mich nicht wundern, wenn da noch ordentlich was passiert wieder. Weil passiert ja immer was. Was steht da? Tja, das Schild müssen sie wohl aktualisieren. Wir können den Kondensator nicht laden, bevor der Dampf abgelassen ist. Zu riskant. Okay. Sieht aus, als müssten wir den Schaltkreis zum Öffnen drücken, um den Strom abzustellen.
Das klappt sicher nicht. Zum Öffnen drücken. Ergibt Sinn. Jetzt so. Ich wollte gerade sagen, das erinnert mich irgendwie an die Situation vorhin. Wir schließen den Stromkreis erst, wenn der Kondensator geladen ist. Deswegen habe ich wir das ja gleich. Wir müssen den Dampf ablassen, bevor wir den Strom einschalten. Ja. Okay. Müssen wir dann zu ihm? Was ist hier? Diese Schutztüren hier sollen sich bei Explosionsgefahr schließen. Aber warum sind sie dann offen? Keine Ahnung. Zum Glück muss ich dem Vorstand das nicht erklären. Nicht deine Marke, was? Ja, tut mir echt leid. Ich war verzweifelt. Ich verstehe das. Nur zu gut, fürchte ich. Besonders jetzt. Aber hey, vielleicht bringt mich dieses Desaster endlich zum Aufhören. Wirklich? Niemals. Ich bin so süchtig, ich könnte einen Velociraptor rauchen. Ich will dir keinen Vortrag halten, aber lass es, solange es geht. Bekommen Sie Entzugserscheinungen? Ja. Hey, hast du mein Feuerzeug oder wurde das auch vom Raptor gefressen? Das hat sie sogar noch. Sehr gut. Okay, vielleicht ist es ja wichtig, dass wir das noch haben. So. Wir müssen den Dampf ablassen, bevor wir den Strom einschalten. Dafür muss ich dann erstmal wieder, zu ihm, ne? Was soll ich denn sonst machen? Oder müssen wir wieder runter? Damit das hier geht. Ja, schafft das nicht. Klappt nicht. Ich brauche Hilfe. Ach so. Dann sabbel mal. Hilfe! Oscar! Kann mir jemand mit dem Ventil helfen? Es bewegt sich nicht. Klar, wir öffnen auch Gurkengläser. Voll der coole Trupp für Gurkengläser öffnen. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Stopp! Wir schaffen das! Nein, ich meine Stopp! Es sollte nicht so schwer sein, das Ventil aufzudrehen. Es muss einen motorisierten Hilfsmechanismus geben. Mit Gewalt könnten Sie etwas kaputt machen. Ich schaue es mir an. Wenn es einen Motor gibt, müssen Sie die Verbindung trennen, bevor es sich von selbst bewegt. Okay. Kümmern wir uns um das nächste Problem. In dem kleinen Raum da unten. Da befindet sich vielleicht der Motor, den wir suchen. Ich setz mir an. Mach dich mal nützlich, Mima. Oh nein. Nein, die laufen weg. Wovor laufen die weg? Nee, wir bleiben einfach hier. Der Motor ist hin. Ausgebrannt. Ja, dann bringt's auch nichts, wenn du das wieder machst. Können wir das irgendwie... Genau, irgendwie... aufmachen? Okay, ich weiß, was den Motor hält. Super, aber wir haben kein Werkzeug. Ich brauch keins, ist nur eine Riegel. Praktisch. Das Ding schnell rausholen zu können, war wohl eingeplant. Ah ja. Kriegen wir es denn jetzt hin? Na also. Hab's geschafft! Super, versuchen wir es nochmal. Na dann. Geschafft! Der Dampf ist abgelassen. Jetzt müssen wir nur noch den Strom einschalten. Und dafür seid ja ihr da. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich komme schon zurecht, danke. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ist das er? Das zum Schließen drücken Licht heißt, der Kondensator ist geladen. Genau. Ich schließe den Schaltkreis und schalte den Strom wieder ein. Bitte nicht explodieren, bitte nicht explodieren. Es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen musst. Nein, die Raptoren. Was ist los? Laura?
Keine Sorge, ja? Keine Panik. Es ist nur eine Sicherheitsmaßnahme zum Schutz des Kraftwerks. Wir haben sie wahrscheinlich aktiviert, als wir den Motor oder etwas anderes abgeschaltet haben. Alles okay. Oh. Wenn Sie das sagen... Oh nein! Oh nein! Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass sie reinkommen. Laufen Sie zur Leiter, Nima, bevor Sie Ihnen den Weg abschneiden. Ich versuch's! Nein, 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 nein. Die Türregler. Sie sind völlig zerstört. Danke. Können Sie diese Türen nicht manuell öffnen? Leider nicht. Wir können sie nur mit den Schaltern an den Türen öffnen, durch die wir reingekommen sind. Ich kümmere mich drum. Was? Niemals! Das ist Selbstmord! Er hat recht. Die Raptoren wären niemals wieder hier, wenn sie noch Angst vor ihnen hätten. Dann muss ich ihnen wohl noch mal Angst einjagen. Wenn wir das zumindest besprechen. Das ist die einzige Möglichkeit. Du weißt doch ganz genau, dass ich der Einzige bin, der es zur Schalltafel schaffen kann. Vielleicht. Aber wer sagt, dass du es allein machst? Ich. Hör zu, Billy. Wir müssen diese Leute hier rausholen. Und ohne uns beide haben sie keine Chance. Scheiße. Okay. Ich will, dass sie alle hier warten, während ich die Sache kläre. Alles wird gut. Wie ist der Plan? Ich arbeite dran. Ich lasse es dich wissen. Ich frag mich echt, ob der am Ende doch nochmal sterben wird, was schade wäre, weil ich mag Oscar. Da wollen wir aber nicht hin. Was ist da? Da wollen wir hin, ne? Da ist die Schalltafel. Da kann er doch nicht runter. Noch mehr tolle Ideen. Okay. Ich könnte da vorn runter. Ich bin schon öfter so weit gesprungen. Okay, ich will, dass du die Leiter runterkriegst und die Raptoren köderst. Oh, alles klar. Ich dachte schon, du bist verrückt. Aber das ist ein toller Plan. Fällt dir was Besseres ein? Wir sollten einfach die Frau Doktor runterwerfen. Das würde sie ablenken. Ich wusste, dass Jesse Nein, irgendwas macht. Sie könnten sterben. Ich dachte schon, sie schlägt jetzt vor. Noch oder sie macht das einfach. Wenn die sich weiter streiten, macht's am Ende Jesse. Soll er das jetzt echt machen? Lenk sie ab, okay? Wenigstens ein paar Sekunden. Alles klar. Ja, wenn er da nicht zu weit runter geht, aber nah genug, dass sie scharf auf ihn werden, dann könnte das klappen. Sie will nicht, dass Oscar stirbt. Hoffentlich kommt er zurück. Mach dir keine Sorgen. Der Mann hat's drauf. Die anderen könnten doch aber auch helfen. Aber ich respektiere seine Fähigkeiten. Wenn es jemand schafft, dann er. Die könnten doch mit Lärm machen oder die rufen oder denen immer so zulabern. Die stehen einfach nur rum und lassen Yoda jetzt alles machen. Oscar! Gesellschaft! Hey! Wie wär's hiermit? Schöne, leckere Keule! Genau. So ein bisschen mal Aufmerksamkeit. Zu langsam, du blöde Echse! Also eigentlich... Gut so. Konzentriert euch auf Billy. Da haben die auch ein bisschen was zu tun. Da müssen die jetzt versuchen, danach zu schnappen. Am Ende schaffen sie es auch noch und reißen den Bein ab. Vielleicht. Okay, was können wir machen? Geh mal in die Ecke. Ich muss einfach laufen. Geht nicht anders. Oh Gott. Nein, 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 nein. Bist du von dem, was dein Freund hatte? Hinter dir!
Scheiße. Lauf, Oskar! Nein! Und Oskar, steh auf! Steh auf! Wie schrecklich. Oh Gott. Es war so klar. Oh Mann, oh. Und ich wollte, dass er überlebt. Sie kommen. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Das war ihre Angstreaktion. Irgendwas an diesem Ort fürchten sie. Selbst wenn sie keine Angst hatten, sah es so aus, als könnten sie sie in Schach halten. Danke. Aber ich bin froh, dass ich das nicht musste. Sind Sie okay, Billy? Was glaubst du denn? Was Oskar getan hat, war sehr mutig. Wenn wir zurück sind, sorgen wir dafür, dass seine Taten angemessen... Glauben Sie, dieser Scheiß ist mir wichtig? Lassen wir ihn erstmal in Ruhe. 5 Minuten! Geben Sie mir 5 Minuten und ich bin wieder okay. Ich weiß, was Leute wie Sie von uns halten. Nichts als einfache Arbeiter. Richtig? Schulabbrecher. Wir sind ersetzbar. Das denken wir nicht! Tun wir nicht! Sag's ihm! Oskar war 1000-mal mehr wert als Sie alle. Das wusste er und ist trotzdem gestorben, um Ihren Arsch zu retten. Erzählen Sie mir nicht, wie Sie ihn ehren wollen. Das verdienen Sie nicht. Okay. Was können wir tun? Nichts. Ich hab gesagt, mir geht's gut. Schon vergessen? Ich brauch nur Ruhe. Ich weiß, dass wir alle am Ende sind. Aber was die Raptoren verscheucht hat, könnte noch hier sein. Laura hat recht. Alle wachsam bleiben. Wir beide suchen den Raum ab. Riecht wie... im Dschungel. Nur fauliger. Jess, das willst du nicht sehen. Nima, würden Sie... Klar. Komm mit Jess. Sieh nicht hin. Auf einmal ist sie voll lieb zu Jessie und am Anfang hat sie sie noch entführen wollen. War sehr ruppig zu ihr. Naja. Laura. Ah ja. Das ist wirklich ein Nest. Der Aufbau hat mich an ein Kasuaren- oder Emu-Nest erinnert. Aber ohne Eier war ich mir nicht sicher. Ja, aber sie sind in ihm drin. Vor 5 Minuten hätte ich Ihnen noch erzählt, dass sowas nur unter Insekten üblich ist. Aber jetzt... Laura, er ist ein Mensch. Tut mir leid, Sie haben völlig recht. Das ist nicht schön. Seine Kleidung ähnelt Ihrer, Billy. Hat er ein Tattoo auf dem Arm? Dasselbe wie ich? Ja. Tatsächlich. Noch einer tot. Oh Gott, er lebt! Sein Puls ist schwach, aber spürbar. Suchen Sie nach Bissspuren. Bissspuren? Hier. Sie sehen genauso aus wie... Die von Nima, ich weiß. Er lebt, aber nur theoretisch. Er ist gelähmt und mit ziemlicher Sicherheit hirntot. Die letzte Phase des Gifts.
Oh, wie schrecklich. Was zur Hölle ist da drüben los? Ist der jetzt tot oder nicht? Nicht tot, aber komatös. Irgendwas hat Eier in seinen Bauch abgelegt. Was? Das Opfer wird am Leben gehalten von einem... Decaf! Wie bitte? Das Opfer heißt Daniel Cafaro. Noch mehr Kanonenfutter. Mein Gott, ich wusste, dass sie entwischt sind, aber ich hätte nie gedacht... Sie wussten hiervon? Sie wussten es? Oh. Ich bringe sie um!